Grüß dich, Markus. Ja, hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir gemeinsam über das Thema Emotion versus Kognition und Emotion und Kognition sprechen können. Ich würde dich am Anfang kurz bitten, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was treibst du so? Warum dieses Thema? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und die Mühe, die du dir hier gibst mit dem ganzen, ich bin ja nicht der Host, sondern ich bin ja hier der Gast. Und da vielen Dank dafür und dass du dir auch die Zeit nimmst, das mit mir hier zu besprechen. Also Markus Riedel, mein Name. Ich bin ursprünglich eigentlich Facharzt für Allgemeinmedizin und bin seit ungefähr 20 Jahren ärztlicher Psychotherapeut, bin jetzt auch seit ungefähr 10 Jahren in einer Ausbildung zum Gruppenanalytiker. Und mache auch Betriebsmedizin seit auch einigen Jahren und bin damals mal dazu gekommen, aus dieser Kombination Psychotherapie und Betriebsmedizin, dass ein Kollege, ein Betriebsmediziner, mich fragte: Kannst du mal in meinem Betrieb den Führungskräften erläutern, wie macht man das, dass die Leute nicht alle krank werden? Weil wir haben so viele psychisch erkrankte Leute. Man weiß ja, es gab ja so einen Anstieg bis 2012 ungefähr mit psychischen Störungen in der Arbeitswelt und der Krankenstand war enorm. Jetzt momentan stagniert das so ein bisschen. Und das war natürlich für die Betriebe ein Kostenfaktor. Das war nicht, weil die jetzt so extrem mit mir kuscheln wollten oder weil die so tierisch daran interessiert waren, dass ich da jetzt was Psychologisches mache, sondern es war einfach ein Problem in der Führung. Und die wollten gerne möglichst frühzeitig erkennen bei ihren Mitarbeitern, wer hat zum Beispiel einen Burnout oder wem geht das nicht gut, weil die Krankenstände, die auftauchten, waren extrem lang. So, und da habe ich Seminare dazu gemacht und bin da eigentlich mehr so als Seiteneinsteiger reingekommen und mache das jetzt auch schon in einigen Betrieben seit ja, durchaus 8, 9 Jahren, auch in dem gleichen, beim Großbetrieb. Corona verändert jetzt momentan natürlich alles. Und ich bin eigentlich hier bei LinkedIn auch erst seit so 5, 6 Wochen, weil ich meinen Kreis ein bisschen erweitern wollte. So, da mache ich jetzt ganz neue Erfahrungen mit dem Thema und komme so an diese Thematik Denken, Fühlen ran, weil ich bin ja eigentlich analytisch, tiefenpsychologisch ausgebildet. Und es gibt ja den anderen Zweig der Verhaltenspsychologie, der eher denktechnisch, lerntechnisch an Probleme rangeht und auch an Psyche rangeht. Und das ist ein altes Thema. Das begegnet einem eigentlich immer wieder. Das begegnet mir auch in meiner Ausbildung schon immer wieder. Ja. So. Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Und jetzt fällt mir sofort eine Frage ein, da haben wir gerade noch nicht drüber geredet, aber was beobachtest denn du so allgemein dann in der Arbeitswelt? Also was würdest du denn sagen, wie wird dort mit dem Thema Emotion und Kognition umgegangen? Was ist so deine Beobachtung? Ja, das Spannende ist ja, wenn man in so einen Betrieb kommt und die Führungskräfte oder auch die Menschen an der Basis, ich habe ja auch viele auf der Couch, die einfach ganz normal arbeiten, ja, dann erzählen die dir erstmal was von technischen Prozessen. Also rein denken, was nicht funktioniert, Logistik, Wirtschaft, Geld, Organisation. Und wenn man dann aber eine Weile in so einer Gruppe, ich berate Gruppen auf mehreren Ebenen, also meistens mit der Führungskraft dabei, dann ist da eigentlich immer ein psychologisches, emotionales Beziehungsthema dahinter. Und sobald du das ansprichst, verändert sich das Sprechen in der Gruppe völlig. Und deswegen interessiert mich das so. Na klar bin ich auch da, um da Geld zu verdienen, das sage ich auch immer wieder. Aber das wirklich Interessante ist, wenn man das schafft, zum Beispiel Ingenieure, die sehr im Denken verhaftet sind und die hochintelligent sind. Ich habe auch eine Ingenieurgruppe gehabt, die Raketen produzieren oder Raketen berechnen. Wahnsinn, völlig, völlig irre, ja. Total spannend, super erfahrene, hochintelligente Leute. Und wenn du das schaffst, die miteinander in dem Problem, das sie eigentlich diskutieren, in Kontakt zu bringen, dann stellt sich heraus, dass das technisch-organisatorische Problem viel besser zu lösen ist, wenn sie sich mit der Beziehung geklärt haben. Und dazu müssen sie nicht alle miteinander kuscheln und du musst nicht total weichgespült durch den Betrieb laufen und jeden dauernd loben. Das ist auch mal so ein Irrglaube. Und am Anfang war das so, ich habe immer gesagt, ich bin ein Alien. Also als ich mich als Psycho-Onkel da aufgestellt habe, erstmal totale Widerstandsphänomene erlebt, weil was will denn der jetzt? Oh, nicht, dass der uns schon wieder erzählt, Workshop, 15 Schritte, wie machen wir jetzt hier Führung? Wollten die nicht. Sondern ich habe eigentlich meine eigenen Gefühle denen gegenüber dann eingebracht, selektiv, natürlich nicht alles.
Und das schließt die dann auf. Und dann fangen wir an zu sprechen. So eigentlich ist das der Hauptjob. Und das ist total interessant. Und das ist auch das Beglückende daran, wo man natürlich auch gewisse Verantwortung trägt, weil die packen dann auch ganz schön aus. Und da musst du sie auch wieder einfangen können, weil sie sollen ja am nächsten Tag wieder arbeiten. Ist ja keine Selbsterfahrungsgruppe oder Therapiegruppe. Also das ist in der Arbeitswelt so spannend. Du kriegst stundenlang, also ich weiß so viel über Technik, was ich gar nicht wissen möchte. Ich weiß, welche Kleber wie funktionieren, ich weiß, wie GFK gebacken wird, ich weiß, welche Bohrlöcher in welcher Größe und so. Da frage ich immer, ja und, wo ist denn jetzt das Problem? Dafür gibt es doch eigentlich einen standardisierten, qualitätsgesicherten Prozess. Da gibt es doch ein Computerprogramm, das Ihnen das ausrechnet, wie Sie das eigentlich machen. Warum funktioniert es denn nicht? Ja, weil Hans Günther macht das nicht richtig und er sabotiert mich und der macht das und jenes. Und dann, wenn ich meinem Chef das sage, der hört mir sowieso nicht zu. Der sagt immer nur, ich soll das machen. Schon bist du in der psychischen Geschichte. Das ist so spannend. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ja, voll. Aber die Frage, die sich jetzt für mich daraus ergibt, ist, wie gehst du das dann an? Also du hast schon beschrieben, du kannst es ganz gut angehen, indem du so ein bisschen deine eigene Gefühlswelt quasi zum Ausdruck bringst, gerade bei Ingenieuren. Und ich meine, ich habe Elektrotechnik studiert eigentlich mal. Wie spannend. Ja, ich hab auch sehr viel mit solchen Menschen zu tun gehabt. Und da kann ich mir schon vorstellen, wie das dann läuft. Und dann ist so meine Frage auch, gibt es aus deiner Sicht irgendwo so ganz wirkungsvolle Tools, Interventionen, Ansätze, die du dann quasi so einer Zielgruppe in die Hand geben kannst, damit sie selber anfangen, ihre eigenen Schritte zu machen? Ja, klar. Also es gibt Tools. Letztlich komme ich ja aus diesem analytischen, tiefenpsychologischen Segment. Da hast du eigentlich nicht unbedingt ein Toolkit, wie man das in vielen anderen Bereichen, auch in der systemischen oder verhaltenspsychologischen Ansatz hast. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die wiederkehren. Also zum Beispiel das Element der Hinterfragung. Ich würde jetzt zum Beispiel kein negatives Gefühl in der Gruppe verdrängen und dann ein positives dagegen setzen, einfach ganz stumpf, sondern ich würde erstmal das aufgreifen, was ist. Wenn du zum Beispiel in einer Gruppe bist und du spürst, dass die voreinander Angst haben, dann kannst du ja mal die Frage stellen, gibt es hier Angst im Raum? Oder wenn ich jetzt sage, Mann, sie machen mir ganz schön Angst, macht das was mit ihnen? Und sie verwickelst immer in das Gefühlselement. Das ist zum Beispiel ein Tool, das kannst du auch als Führungskraft lernen. Wenn du offen bist, wirklich offen bist und wissen möchtest, wie es deinem Mitarbeiter geht, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja. Dass ich das auch wissen möchte, das wollen gar nicht alle. Einige sagen, ja, hören Sie mir bloß auf, wenn da einer anfängt zu heulen oder aggressiv wird, das will ich gar nicht. Das heißt, da geht es um Einpacken und gar nicht Auspacken. Das darf aber jeder für sich natürlich auch bestimmen, wann ist dann meine Grenze. Und das ist so interessant. Es gibt kein Standardmodell, wie du Führungskraft sein kannst. Das ist individuell. Und die Betriebe wollen natürlich am besten einen Algorithmus haben, irgendeine ineinandergreifende Führungsmodelle gestiegen. Diese Führungsmodelle gibt es ja auch überall. So ineinandergreifende Zahnräder und alles bunt und synergetisch und alle tollen Begriffe sind drin, aber es wird nicht umgesetzt. Und wenn du dann einfach sagst, Mensch, ich habe das Gefühl, oder ich könnte mir vorstellen, sie fühlen das. Oder gehe ich richtig in der Annahme, dass ich gerade das und das erlebe. Oder ich bin verwirrt. Jetzt weiß ich gar nicht, geht es hier um Technik oder geht es hier um was anderes? Das sind so kleine Impulse, die aus dem Denk argumentieren, nur immer darauf zu bestehen, dass sie Recht haben, weil sie haben alle Recht. Ja. Das ist das Tolle. Und wenn die dann sagen, ja, eigentlich fühle ich mich hilflos oder eigentlich bin ich weiß auch nicht, ärgere mich schon, wenn du morgens reinkommst. Du brauchst bloß so zu gucken und deine Tasse auf den Tisch zu stellen. Dann könnte ich dich schon murksen. Ja. Und das tun sie natürlich nicht. Also verhindert man natürlich. Aber das ist das eigentlich Spannende. Also kleine Impulse, das können sie selber trainieren und lernen. Das ist nicht schwer und deswegen müssen sie nicht alle Psychos werden. Also Psychotherapeuten. Du musst eine normale Sprache sprechen. Ich da jetzt mit Psychoanalytiker Deutsch reinkomme, habe ich sowieso sofort verloren. Ja. Das kannst du vergessen. Und das ist eben genau so ein Tool zum Beispiel, hinterfragen. Legst du dann auch hin und wieder nahe? Also weil für mich klingt das sehr, als müsste natürlich
jeder für sich erstmal mit dem eigenen Gefühlswirrwarr irgendwie klarkommen und dafür eine Sprache finden und dafür auch einen sinnvollen Umgang finden sozusagen. Findet das dann innerhalb der Gruppe statt oder sagst du auch bewusst, du gehst jetzt in den Wald, du gehst jetzt zum Holzsägen, du solltest mal spazieren gehen? Oder, also, weil ich kann mir beide Lösungen irgendwie vorstellen, um sozusagen jeden Einzelnen da mal so ein bisschen rauszunehmen und erstmal mit sich selbst quasi klarkommen zu lassen. Ja, also das Tolle ist an dem Gruppenansatz, also dass man, die selber führen ja nicht nur sich alleine, sondern und die haben ja auch nicht nur immer Paarbildung, also ich und Mitarbeiter oder so. Das wird ja häufig trainiert, so mit Videotraining, sondern die führen ja immer selber Gruppen. Ja. Und diese Gruppe selber, wenn sie dann länger zusammenarbeitet, und das muss nicht jede Woche sein, oder das Team, in dem die sind, die können selber eine Kraft entwickeln. Das heißt, eigentlich erlebt sich jedes Individuum in der Gruppe im Wechselspiel. Mhm. Es gibt auch noch was dazwischen. Es gibt nicht ich und du alleine, sondern noch was dazwischen. Mhm. Und deswegen mache ich das so ganz konkret, dass ich mir immer gucke, wie waren die am Anfang drauf morgens, wenn ich da reinkomme und die sagen, oh, ich habe so den ganzen Tag über Psycho und so, hören und so. Da ist ja manchmal die Motivationsfrage auch da. Mhm. Und dann sage ich denen immer, sie dürfen das total kacke finden, aber ich mache es jetzt trotzdem. Mhm. Auch wenn das Wetter total schön ist. Mhm. Und ich gucke mir die an, wie die morgens reinkommen. Und dann frage ich die abends, jetzt seien Sie mal ganz ehrlich, was können Sie davon gebrauchen, was ich Ihnen heute, was wir hier erarbeitet haben. Mhm. Und dann kriegt jeder von mir ein kleines Goodie mit, indem ich wieder sage, Sie haben mich angerührt, indem Sie vorhin das und das gesagt haben. Mhm. Oder bei Ihrer Lebensgeschichte, die Sie kurz eingebracht haben, ist mir das und das aufgefallen. Mhm. Und dann nimmt jeder einen Teil mit, an dem er weiterarbeiten kann. Und natürlich habe ich auch ein paar Übungen, die selbstreflexiv sind. Weil ich glaube, du kannst nur eine Führungskraft oder Berater oder Coach oder Consultant sein, wenn du dich mit dir selber auch auseinandersetzt. Sonst funktioniert das nicht gut. Ja. Sonst bist du auch dem ganz schön ausgeliefert. Dann können die mit dir auch in so einem Team ganz gut Dinge anstellen, wenn du nicht reflektiert bist. Das heißt aber nicht, dass du alles reflektieren musst. Das, was du gerade ansprichst, nämlich dieses, dann bist du dem ausgeliefert. Das erinnert mich und bringt mich in eine Richtung, wo ich auch unbedingt mit dir drüber sprechen wollte, nämlich, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie in den letzten Jahren so viel Erkenntnisse im Bereich der menschlichen Psychologie, sei es jetzt Verhaltenspsychologie oder ja, wie sind Menschen so drauf und auch Neurobiologie gegeben hat, dass es teilweise eben auch dazu kommt, dass im Prozess Menschen von einem Produkt zu überzeugen, auch dazu kommt, dass genau diese Erkenntnis eingesetzt wird. Also ja, das ist die Gefahr. Dass eben im Marketing, in der Art und Weise, wie etwas dargestellt wird, eben auch sehr in diese emotionale Richtung gepusht wird und sehr oft, ohne dass es eben der, ich sag mal, unvorsichtige Internetnutzer gar nicht mitbekommt. Ja. Also, und ich habe da nur ein Beispiel, nämlich meine Schwiegermama, die sich jetzt halt auch mehr im Internet beschäftigt, die jetzt neulich echt viel Geld ausgegeben hat für ein Produkt. Da ging es nur um so einen Taschenübersetzer. Mhm. Aber sie weiß halt nicht, was Cookies sind und sie weiß nicht, warum sie jetzt gerade diese Werbung genau so angezeigt bekommt. Und das Produkt an sich, das ist, ja gut, das ist mehr oder weniger auch ein bisschen eine Verarsche. Und da denke ich mir halt, also wie denkst du darüber quasi, wenn du dann im Marketing irgendetwas siehst, wo du weißt, Mensch, das zielt jetzt genau auf so eine emotionale Schiene ab und jemand, der vielleicht da selber nicht so reflektiert ist, der fällt dann vielleicht auf ein Produkt rein. Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Ich finde das aber wichtig an der Stelle. Also ich sag dir mal dazu, es gibt für mich Marketing und Marketing. Mhm. Ich bin in meiner eigenen Leidens- und Genesungsgeschichte bin ich auch schon an Verkäufer geraten, die mir sehr gut getan haben, weil sie ehrlich waren und trotzdem gute Verkäufer waren. Mhm. Also sie haben ja zum Beispiel gesagt, das können sie anziehen, obwohl ich damals noch total übergewichtig war zum Beispiel. Und
Das hat mich natürlich immer sehr aufgeschlossen, die zweite Hose und das dritte Hemd da auch noch zu kaufen. Mhm. Natürlich ist das eine Geschichte, wo ich auch ein Teil, natürlich ein Objekt bin, an dem man sich gut abarbeiten kann. Mhm. Ich finde das auch legitim. Ich finde, Verkauf ist absolut legitim. Mhm. Das Problem ist nur, wenn wir über das, was Coaching, Consulting, Psychotherapie, das unterscheidet sich im Wesentlichen gar nicht so. Du hast beim Coaching nur einen Fokus auf Arbeit, vielleicht auch auf einen bestimmten Lebensabschnitt. Mhm. Aber in diesen Abschnitt spielt deine ganze Biografie natürlich hinein. Du bist ja ein Ergebnis deiner gesamten Beziehungserfahrung. Ja. Und das heißt, da gibt es eine Verantwortung auch, wenn man zum Beispiel beim Vertrieb sagt, du musst einen Schmerz erzeugen, einen Bedarf, den du dann löst und dann machst du Call to Action. Genau. Ja, so das kannst du natürlich tun, aber mein Ding ist, da werde ich ganz spirituell, das sage ich dir ganz ehrlich, da werde ich so karmamäßig, weil was ist, wenn du jetzt zum Beispiel für, was ja hier Realität ist, Leuten sagst, du kannst, obwohl du keine große Ausbildung hast, musst auch gar nicht so viel lesen, mach einen NLP-Kurs und dann kannst du 100.000 Euro im Monat verdienen. Im Monat, ja? Ist ja Realität. Und dafür nehme ich dir nur 36.000 Euro ab. Mhm. Da musst du ein bisschen drauf sparen, aber die Investition lohnt sich. Ja. Dann verkaufst du im Endeffekt Allmachtsfantasien, die jedes Kind in uns, wir haben in uns ein total faszinierbares Wesen, ein kindliches Wesen, das durch alles zu aktivieren ist. Das geht auch mit Literatur, Kunst, ja. Und wenn oder diejenige dir das vorführt, dann bist du fasziniert. So. Und das funktioniert auch sicherlich in der Politik und wo auch immer. Und daran sehe ich ein großes Problem, weil was erzeugst du denn dann? Ist der Endkunde wirklich in der Masse da? Und das kann ich nun eben, ich habe jetzt 25.000 Einzeltherapiestunden in meinem Leben gemacht mit Menschen. Ich habe ungefähr 2.000 Gruppenstunden geleitet und ich kann dir sagen, entweder die reden von einer anderen Spezies aber das funktioniert so nicht. Das ist harte Arbeit. Mhm. Das weiß eigentlich jeder Consultant auch, der nicht gerade ein Superstar ist. Die gibt es natürlich auch und die verdienen auch vielleicht so viel. So, das heißt, ich habe eine Verantwortung. Und wenn ich hinterher Elend damit erzeuge, weil die Leute damit nämlich nicht sich ernähren können, dann habe ich ein Problem damit. Das ist ein ethisches Problem. Das will ich aber jetzt, weiß Gott, nicht jedem Vertriebler vorwerfen. Klar. Deswegen möchte ich das trennen. Also bevor jetzt hier der Vertriebler-Shitstorm kommt. Ja. Das ist eine Frage der Ethik. Und das im Grunde genommen die Silberrücken unter den Vertrieblern, die sagen dir das auch. Die sagen dir auch, ja, das funktioniert so nicht. Du musst natürlich auch ein Produkt haben, was dem entspricht. Sonst fällt dir das irgendwann wieder auf die Füße. Der muss da auch mit was anfangen können. Deswegen mache ich immer auch diese Evaluierung. Ich gehe meistens nur in diesen Tag rein und sage, der Tag ist ergebnisoffen. Und wenn sie das nicht gebrauchen können, was wir hier machen, dann kommt das in die Tonne. Dann kämpfe ich mich doch nur ab, wenn ich den Tag 2 dahin gehe und die finden das alle total blöd. Da habe ich doch gar keinen Bock drauf. Ich bin 51 jetzt bald. Warum soll ich mich damit abquälen? So, und damit bin ich eigentlich bisher ganz gut gefahren. Und deswegen glaube ich, dieses Vertriebselement ist legitim. Gerade wenn du jetzt hier zum Beispiel, was mich völlig fasziniert, Reichweite. Wie kriege ich Reichweite? Ich muss alles anklicken, ich muss alles kommentieren, ich muss so, ja, organische Reichweite. Ja, das verkaufe ich dir. Weißt du schon, wie man es macht? 4 bis 5 Kundenanfragen am Tag kriegst du, wenn du mich buchst. Dann denke ich mal, mein Gott, will ich so viel Kundenanfragen haben? Ist die Frage, kann ich es aber verwalten, ehrlich? Und natürlich haben die auch was. Die haben auch einen Biss und eine Energie. Die habe ich nicht. Sag ich dir ganz ehrlich. Muss ich auch bewundern. Also so ein Verkäufer, das ist auch echt, verkauf mal ein Auto. Ich habe wirklich auch ein paar Patienten, die haben wirklich, ich habe unheimlich viele Verkäufer, wenn ich gerade drüber nachdenke, als Patienten schon gehabt. Und das ist ein hartes Business. Da bist du samstags und stehst da auf deinem Autohof. Hochachtung, ja. Und machst das. Und deswegen denke ich, es gibt so und so, wie überall. Es gibt überall, es gibt auch schlechte Psychotherapeuten, die ganz viel Ausbildung haben. Und es gibt Supercoach, die intuitiv Begabung haben, das zu machen. Das gibt es auch. So. Und es gibt weise Menschen und es gibt blöde Menschen. Ja? Und die Frage ist nur, wo man sich bewegt. Und
Ja, ich möchte halt nicht, dass meine Patienten hinterher sagen oder meine Menschen, die ich in Gruppen habe, Mann, das hat mich irgendwie ins Elend gestürzt oder das war überhaupt totaler Fake und so. Möchte ich halt nicht. Und trotzdem will ich Geld verdienen, ganz klar. Du hast Ja. jetzt gerade auch dieses, ich fand den Begriff sehr schön, dieses kindliche Wesen, das irgendwie in jedem von uns steckt. Und das führt mich auch wieder ein bisschen in die Richtung eben so Emotion versus Kognition oder irgendwie im Verhältnis zueinander, weil ich denke mir, also ich denke oft drüber nach, wie, also gibt es so einen objektiven Beobachter? Also ich reflektiere selbst auch sehr viel und arbeite auch sehr viel mit so möglichst objektiven Beobachtungen. Und denke mir, also wie objektiv quasi geht's in Wirklichkeit? Und klar, auch was du selber gesagt hast, ich meine, wir nehmen die Welt ja immer nur sozusagen im Licht unserer Vergangenheit wahr, weil wir können das gar nicht voneinander trennen. Wie denkst denn du darüber? Also wie stark ist unsere objektive Wahrnehmung getrübt und wie nahe können wir in unserem Leben einer tatsächlich objektiven Wahrnehmung kommen? Hilft uns da die Kognition dabei? Oder das finde ich auch Ja, spannend. also erstmal möchte ich dich natürlich auch gerne mal fragen, wie du das so siehst, weil ich schon spannend finde, also die Frage, was ist objektiv? Ich glaube, also ich persönlich glaube, wir selber sind Subjekte. Also es ist ja auch die Frage der Subjekt- und Objektbetrachtung. Es gibt dann ja auch noch wieder die Frage, was ist denn das Selbst? Und was bin ich denn? Das ist jetzt total kompliziert. Also Ich-Psychologie, Selbstpsychologie und so weiter und so fort. Kann man viel darüber erzählen. Letztlich werden die, wenn du da in die Bücher guckst, und ich habe irgend so einen Riesenschinken psychoanalytische Grundbegriffe, da kriegst du einen Quirl im Kopf. Ja? Also umso mehr du liest, umso verwirrter wirst du, wenn du das anguckst. Was ist objektiv? Ich finde aber spannend, im Grunde ganz einfaches Prinzip, das wir alle anwenden können, egal was für eine Therapieform du machst oder für eine Ansatz, Psyche zu verstehen, ist die Hubschrauberperspektive. Die Außenbetrachtung dessen, was ich tue. Und wenn du dann auch noch im Spiegel, so wie wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt uns gucken, wie spricht der, wie bin ich drauf, was interessiert mich, wenn wir das wahrnehmen, quasi von außen oder in einer Gruppe zum Beispiel, diese Objektivierung sich ergibt, dass einer sagt, ich finde das total blöd, was du sagst, das kann man ganz anders sehen. Oder wie kommst du denn auf die Idee, dass du so und so fühlst? In der Situation fühle ich was ganz anderes. Dann ist das wieder nur ein anderes Subjekt, das das zu mir sagt. Aber es objektiviert mich natürlich in der Summe. Und dann kommen wir eben in die Frage, und das erlebe ich bei dir so, dass du sehr offen bist. Das ist eben eine Eigenschaft, die hat nicht jeder. Also das Aufgeschlossensein, offen, interessiert, neugierig, das ist, glaube ich, die beste Chance, um sich nicht zu verschließen, um zum Beispiel anderen Meinungen sich zu verschließen. Es weiß keine Sau, wie das Gehirn genau funktioniert. Die haben ein paar, natürlich ist das jetzt, wenn jetzt Neuropsychologen das zufällig zuhören sollten und Gerald Hüther jetzt gerade da am Screen ist, mag ja sein, glaube ich nicht, aber ist ja egal, dann werden die sagen, ja doch, das und das wissen wir vielleicht. Aber eigentlich ein richtiger Neurophysiologe, der sagt ganz bescheiden, was ist denn Objektivität, was ist ein Geist? Wir wissen, wo der Zuckerstoffwechsel in welchem Gehirnbereich durch ein PET-CT sich irgendwie steigert, wenn ich gerade mal irgendwie eine sexuelle Fantasie habe oder wenn ich gerade meinen motorischen Antrieb, wenn ich irgendwas Motorisches mache oder wenn ich assoziiere in meinem, was weiß ich, parieto-okzipitalen Kortex oder so, ja, dann kannst du das, oder träumen, was passiert da? Dann wird uns der Beweis, dass es das Unbewusste gibt. Das haben sie inzwischen rausgekriegt. Das Unbewusste gibt es tatsächlich, ja. Aber wie du das dann tschakka tschakka irgendwie hinbastelst, eine andere Frage. Und objektiv ist, also da würde ich dich jetzt zum Beispiel mal fragen, wie kommst du denn da drauf? Oder was ist denn der Reiz da drin, dass du es objektivieren möchtest? Was ist denn der Vorteil davon, objektiv zu Also, sein? das ist für mich gerade also wenn ich mir jetzt anschaue, Teams oder Beziehungen, wenn Ja. Menschen miteinander interagieren, also vielleicht ist Beziehungen sogar ein guter Überbegriff, weil das, was der Gegenüber tut, wie du vorher gesagt hast, wie der die Kaffeetasse hinstellt, boah, oder wie der in der Früh schon an mir vorbeistampft, jeden Ja. verdammten Morgen.
Ja. Das ist ja eben nicht objektiv. Ja, und das ist subjektiv. Genau, und da denke ich mir, was macht denn der in Wirklichkeit so? Jetzt ganz rein objektiv betrachtet, was passiert da? Der Kollege kommt rein, geht an mir vorbei und setzt sich an sein Plätzchen. Also, ja, ne? Genau. Und deswegen, und da denke ich mir, versucht es doch mal so ein bisschen voneinander zu trennen. Und auch eben, und da spreche ich sehr viel über Kontext, also wie kommt denn eine Aussage zustande? Also, dass jemand im Straßenverkehr sein Fenster runterkurbelt und Idiot schreit oder so. Also wo kommt es her? Und wenn ich das objektiv betrachten kann, dann denke ich mir, okay, der hat gerade einen richtig scheiß Tag oder der hat ein ganz komisches Erlebnis. Genau. Wenn ich das sofort auf mich beziehe irgendwie, dann will ich am liebsten quasi zurückschreien oder will sozusagen darauf reagieren, weil ich mich angegriffen fühle. Und da glaube ich, da haben wir irgendwo das Potenzial, dann auch mit unserer Kognition eben da so ein bisschen eine Trennung hinzubekommen. Weil natürlich aus meiner Sicht jetzt löst das, was in einer Beziehung passiert, sei das jetzt meine Partnerin, sei das in einer Geschäftsbeziehung, das, was jemand so von sich gibt. Und wenn ich das auf mich beziehe, das löst natürlich in mir auch irgendein Gefühl aus. Das Gefühl führt dann wieder irgendwie zu Gedanken, die mir dann kommen. Und dann fühle ich mich natürlich irgendwo hingezogen, auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren oder das auf eine bestimmte Art und Weise wahrzunehmen. Was aber natürlich immer nur sozusagen im Licht meiner bisherigen Erfahrung auch insbesondere mit dieser Person zu sehen ist. So. Wenn es mir jetzt gelingt, das so ein bisschen voneinander zu trennen und vielleicht mal in Ruhe so bis 5 oder 7 zu zählen, dann habe ich schon eine ganz andere Chance, quasi darauf zu reagieren. Und dann komme ich nämlich aus meiner Sicht in eine Richtung, wo es sehr viel ruhiger, das heißt nicht unemotional, aber sehr viel beruhigter sozusagen abgeht. Und deswegen ist das aus meiner Sicht so der Reiz an Objektivität. Also was passiert denn da eigentlich gerade wirklich? Ja. Ja, genau. Das ist auch ein super Einstieg dafür. Letztlich ist das ja die Frage der Vernunft. Also was ist Vernunft? Was ist vernünftig? Und erstmal, das ist auch relativ gut fassbar, wenn du das Gehirn anguckst. Es gibt eben Teile, die sind also entwicklungsgeschichtlich hast du auch schon mal gesagt, phylogenetisch viel älter. Unser Emotionsgehirn, limbisches System, ist verbunden mit auch viel, auch mit dem Gedächtnis übrigens, also die Amygdala und Hippocampus-Region und so. Da findet auch viel an Speicherung von Inhalten statt. Eigentlich kannst du ohne Gefühl dir gar nicht wirklich was merken, ist meine Überzeugung. Du brauchst immer irgendeinen Reiz. So. Mhm. Das heißt, wir brauchen diese Gefühle. Und auf der anderen Seite blockieren sie aber völlig unser Denken. Sie sind auch nicht vernünftig. Wenn du jetzt zum Beispiel guckst, ist das aus Vernunft entstanden, wenn einer 20 Meter Anlauf nimmt und springt einem Polizisten in den Rücken in Stuttgart. Dann kannst du nur sagen, nein, das kann keine Vernunft sein. Aber er ist möglicherweise gefangen in einer Emotion, die für ihn existenziell ist. Das heißt, wenn ich ihn verstehen will, muss ich ihn erstmal in den Emotionen verstehen. Das ist aber, weil es so bedrohlich wird, sofort ein Block. Das heißt, du hast oftmals auch in allen möglichen Situationen nur so Kampfhähne, die sich gegenüberstehen und das Rittervisier runtergemacht haben und nur noch da stehen und sich bekämpfen. Und da ist das super, wenn du in dem Moment sagst, stopp, Zeit gewinnen, von oben gucken. Du hörst jetzt auf zu kämpfen und du hörst jetzt auf zu kämpfen. Ihr wollt euch umbringen, könnt ihr auch gleich machen, aber vorher. Mal eben von oben drauf, also ich sage das immer, eigentlich ist es diese Metakognition eben oder Mentalisierung, also das, was Unterschied, das immer wieder neu erfunden wird. Es wird auch noch 1000 andere Worte dafür geben. Ja. Und der Peter Fonagy, zum Beispiel in der analytischen Richtung, der hat das sehr schön Mentalisierung genannt. Also nehme ich eigentlich wahr, was ich tue? Das könnte der auch gut an Bindungsforschung, Säuglingsforschung belegen. Das kann man wirklich gut belegen. Aber es ist ein enormer Schatz, ist diese Säuglingsforschung und Bindungsforschung. Die hat uns extrem weitergebracht, auch in der Psychoanalyse. Und das brauchen wir. Wir brauchen diesen Inhaltemoment. Aber da musst du wieder erstmal eine Motivation für haben. Und du musst dafür erstmal bereit sein, dir an die eigene Scheißnase zu fassen. Das tun sie nicht alle.
Geh, guck doch mal jetzt rum, wie viel Polarisierung gibt das? Mhm. Nur Projektion. Du bist falsch. Mhm. Du denkst das und das. Das höre ich mir gar nicht an, was du zu sagen hast. Und andersrum. Mhm. Das bringt uns nicht weiter. Das wird uns nur weiter auseinandertreiben. Das ist auch Politik, ne? Und deswegen glaube ich, es ist ein Riesennutzen und auch eine Aufgabe von Coaches, Consultants, Psychotherapeuten, da eine Form von Gemeinschaftsverständnis, also Begegnungskultur hinzukriegen. Und das kriegst du nur über Emotionen. Ich behaupte immer, wenn der Einstein mit dem Heisenberg gesessen hätte und die hätten nur ihre Denkkonzepte ausgetauscht, dann hätten die sich im Denken verstanden und gestritten über eine Formel. Aber was die eigentlich in Verbindung bringt, ist die Leidenschaft. Mhm. Das leidenschaftliche Gefühl, das Spinnen. Wenn du dir anguckst, der Einstein, wenn der in so ein Fantasieren und Spinnen gekommen ist, war der am kreativsten und am genialsten. Mhm. Das ist ein Gefühl. Mhm. Das ist auch das, warum der so gut war im Mentorship. Mhm. Der Einstein war unheimlich gut im Mentorship, weil der nämlich diese ganze Denkgeschichte einpacken konnte in das beziehungsorientierte Element mit diesen Studenten. Der hat übrigens auch extrem sich gegen Rassismus eingesetzt und hat also ganz toll auch mit jungen Studenten gearbeitet, aus aller Herren Länder. Und da ist natürlich ein ganz anderes Element drin. Da ging es nicht nur um Brainfucking, ja, sondern da ging es um was anderes. Und das ist eben genau der Punkt. Wie kommen wir auf die Ebene? Was ist dein Ansatz? Oder was? Ja, indem wir uns zum Beispiel unterhalten. Mhm. Oder wenn ich jetzt sage, das macht mich hilflos, das macht mich ärgerlich. So, und du sagst, ja, okay, kannst es aber mal von der anderen Seite sehen. Was ist denn das eigentlich? Oder wenn wir jetzt sagen, hier Vertriebler, die sind alle auf Chaka und wollen alle da verkaufen. Ja, trotzdem muss ich immer erstmal gucken. Ja, ein bisschen beneide ich die auch. Ne? Sehen erstmal schweinegut aus meistens und dann sind sie auch noch jung und dann haben sie auch noch irgendwie da, trauen sie sich Sachen, die ich mich gar nicht trauen würde. Mhm. So, wenn ich das reflektiere, dann kann ich das objektivieren, also was objektiv dann auch ist, aber einen Abstand kriegen und kann sagen, Markus, ja, so und so ist das. Und vielleicht machen diese Macker auch total einen Meter und vielleicht sind es auch ganz kluge Leute dabei zum Teil. Ja, und vielleicht hat es einen Nutzen. Bleib mal locker. Hol dich mal runter. Und ich glaube, nur so kommen wir weiter. Und das passiert auch eben in den Gruppen. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Chef hast, der sagt, das müsst ihr machen und das müsst ihr unbedingt hier. Und na, wir haben uns doch committed, das in den Workflow einzuslotten. Jetzt mach mal Deep Dive. Weiß keiner, was der meint. Und wenn soll der tauchen? Wann taucht der wieder auf? Ja. Was kommt dabei raus? Ja. Aber was ist gemeint? Und wenn ich dann sage, Mensch, Sie haben mal jetzt ganz schön Druck. Was soll der denn jetzt machen? Woher kommt denn der Druck bei Ihnen? Aha. Haben Sie gerade sich selber mal zugehört? Wieder Reflexionsebene. Ja, ja. Was soll denn der machen? Ich habe neulich einen gehabt, der hat bei 40, ich habe eine super Gruppe, in einen Stuhl, 40 Leute in einen Stuhlkreis gesetzt. War ein totales Experiment. Die haben mich angeguckt wie ein Auto. Ja? Das heißt, Sie setzen sich bitte alle in einen Stuhlkreis. Sie sollen sich alle sehen. Mhm. Völlig. Ne? Riesenraum, vor Corona, alles klar. Mhm. Ne? Und dann hat er gesagt, und ich verstehe euch, will bei euch sein, beziehungsorientierte Führung. Aber ihr müsst alle Fehler der Vergangenheit, die dürfen nie wieder passieren. Ich sage, stopp. Das ist der Auftrag, der Denkauftrag. Denk positiv, alles positiv, von hier, proaktiv. Ja. Sag ich, gucken Sie mal jetzt Ihre 40 Leute an. Ist das bei denen angekommen, dass die das können? Können die alles, was in der Vergangenheit schief ging? Und dann sagt er, nee, eigentlich geht das nicht. Mhm. Ja, okay, 5 Sachen. Ja, Notenlinien, 5 können wir ablegen. Ja. Ne? Und dann war das eine ganz andere Diskussion. Mhm. Und das ist so toll, wenn du diese beiden Ebenen, das Denken und das Fühlen, es braucht eine Strategie. Es gibt Schauspieler, die machen dich auf der Couch wahnsinnig, weil die nur am Fühlen sind. Mhm. Die sind so zum Teil extrem histrionisch, also können die Männer übrigens auch. Mhm. Nur Drama, 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 wo ich auf den Tisch klopfe und sage, ey, Mann, jetzt machen Sie doch nicht so einen Affen. Das kann man übrigens sagen, wenn man die Beziehung hat, kann man alles sagen. Ja? Hören Sie sich an ihm mal selber zu. Glauben Sie, jeden Tag ist eine Feuerwerksexplosion. Was müssen Sie denn jetzt machen? Und womit müssen Sie sich auch abfinden? Sie können nicht alles erwarten, dass Sie alles kriegen. Da brauchen Sie die Struktur des Denkens. Jeder braucht so ein bisschen einen anderen Ergänzungspunkt.
Deswegen schicke ich auch ganz viele Leute zu Verhaltenstherapeuten, weil ich nicht der Richtige bin. Weil ich dann denke, kann ich nicht. Oder wenn ich zum Beispiel Frauen habe mit einem unglaublich schwerwiegenden Thema hier, Missbrauch, nicht unbedingt, aber auch Schwangerschaft, Kind verloren, Fehlgeburt. Da komme ich als Mann, so wie ich jetzt drauf bin mit meinem Leben, oft in so Ratlosigkeit. Sag ich, oh, bitte, gehen Sie lieber zu einer Frau. Das kann ich nicht. Das ist, ich kann Ihnen da nicht diese Bindungsebene bieten. Ich kann das nicht mitfühlen. Tut mir total leid, ja, aber ich kann es nicht mitfühlen. Wenn wir jetzt Emotion und Kognition im Verhältnis zueinander sehen, also ich würde jetzt nicht sagen Gegenspieler, aber sie, das ist ja so ein, die sind halt beide irgendwie da und die haben auch Verbindungen zueinander. Wo ist dann Bewusstsein im Verhältnis zu den beiden? Philosophische Frage. Ja, ich bin ja da sehr... Also da haben die ja schon lange dran rumgeforscht. Ne? Ja. Also auch gibt ja auch dieses Konzept des schnellen und langsamen Denkens, hier Kahnemann und so. Ah ja. Also ich weiß es nicht. Bewusstsein ist, glaube ich, eine Riesenchance des Menschen, aber auch ein Riesenproblem. In dem Moment, wo wir uns bewusst werden, fangen wir auch an, in die Zukunft zu denken und Angst zu kriegen. Denk an Corona. Keiner weiß, wann das zu Ende ist. Antizipieren was, wollen irgendwie wissen, wie es weitergeht. Wann ist der Scheiß vorbei? Kann dir keiner sagen. So, Bewusstsein ist eine Chance, weil ich im Grunde genommen diese Übung der Metaebene machen kann. Ich kann mich selber betrachten, in meinen Gefühlen und in meinem Denken und in meinem Körperempfinden übrigens auch. Aber wo das genau sitzt, kann dir keiner sagen. Wahrscheinlich ist das irgendwas dazwischen. Und du machst übrigens so spannende Experimente, da wollte ich dich noch nachfragen. Und zwar weiß ich gar nicht, ob du das, ob dir das bewusst ist, dass du mich da verwickelt hast. Du machst ja viel mit so Körperexperimenten und du verbindest das irgendwie auch wieder mit so einem, oder sag mal, Geschicklichkeit. Ich habe einmal gesehen, wie du dich auf den Boden gedreht hast mit so einer Stange auf den Füßen und so. Da habe ich gedacht, wie lange hat der das geübt und warum? Warum machst du das? Ist das? Ich bin nämlich der Meinung, dass Bewusstsein eben eine Ebene ist, die irgendwie über Kognition und Emotion ist oder zumindest eine Ebene, von der aus das andere wirklich betrachtet werden kann. Also quasi aus meiner Sicht ist fast diese Hubschrauberperspektive, die du betrachtet hast, für mich kann Bewusstsein diese Rolle übernehmen. Und für mich ist eben die Arbeit mit dem eigenen Körper ist eine Möglichkeit, auf diese Ebene zu kommen. Nämlich, ich kann mir, jetzt stell dir diese Aufgabe mit dem Stock vor, ich kann da mal ganz genau untersuchen, was denke ich denn dabei? Da denke ich mir zum Beispiel, ich bin überhaupt total scheiß unbeweglich. Oder ich denke mir, wie soll denn das gehen? Ich habe keine Ahnung, was ich da zu tun habe. Dann schaue ich mir das Video nochmal an. Oder ich spüre etwas, nämlich, das ist mir jetzt zum 10. Mal nicht gelungen und plötzlich werde ich unglaublich wütend und denke mir so, also dann denke ich entweder, ich bin zu blöd, ich bin zu unbeweglich oder ich denke mir, ich will es hinkriegen. Und deswegen mag ich solche Spielereien, weil wenn wir das gemeinsam tun oder auch jeder für sich selbst, deswegen habe ich auch das Thema angesprochen, schickst du Leute manchmal in den Wald, weil ich habe jetzt vor 8 Wochen wieder intensiv eben mit Mountainbiken angefangen. Das ist was, das mache ich seit 16 Jahren. Und ich habe da sehr viel Wachstumspotenzial, weil ich immer wieder Dinge entdecke, die ich halt gerne können möchte. Ja. Aber was mich sehr viel mehr interessiert, als das dann letztlich zu können, ist der Weg dorthin. Weil das ist super. Der Weg, den ich da beschreiten kann, was ich über mich dabei rausfinden kann, das ist für mich pures Gold. Weil dann habe ich die Möglichkeit, in solchen Situationen, über die wir jetzt gesprochen haben, den Abstand zu gewinnen und tatsächlich zu beobachten, okay, das ist jetzt ein Gedanke, das ist ja interessant, dass der jetzt kommt. Oder, oh, hier kommt ein Gefühl, ich spüre, mir wird es hier total warm oder voll eng auf der Brust und ich würde jetzt am liebsten quasi dem eine aufs Maul hauen. Und denke mir so, oh krass, das habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Und kann dann plötzlich ganz normal mich mit jemandem unterhalten. Ja. Und da ist für mich dieser Prozess, das immer wieder auszuprobieren, etwas, was mich vor eine Herausforderung stellt. Diese kleinen Spielereien, die ich vielleicht in einem
in ein paar Minuten lösen kann. Und die großen Spielereien, wo ich entdecke, Mensch, das ist ja ein riesenlanger Prozess, wie zum Beispiel den Handstand. Das ist auch so eine, ja, quasi so eine Übungsdisziplin für mich. Und indem das mit dem Körper gemacht wird, wird es halt zum richtigen Erlebnis. Und dann kann ich tatsächlich diese Prozesse spüren und lernen. Ich meine, ich stimme dir zu, dass es sehr wenige Dinge gibt, die man eigentlich wirklich über das Lernen weiß, was man aber definitiv behaupten kann. Lernen ist immer ein physischer Vorgang, weil nur wenn da tatsächlich eine Verbindung zwischen Synapsen zustande kommt, passiert auch was. Und da muss ja was wachsen. Das ist physisch. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass der Körper dabei so eine Riesenrolle spielt. Aber eben nicht der Körper als Objekt wieder, also nicht dicke Arme, um dicke Arme zu haben, sondern das passiert halt, wenn ich mich viel damit beschäftige quasi. Und ja, allein in dieser Beschäftigung liegt für mich so viel Potenzial und so viel Erkenntnis, dass es für mich einfach der Weg ist, den ich selber vorlebe und den ich ganz gern als Hilfsmittel quasi so mitgebe. Also ich interessiere mich auch nochmal, nicht, dass ich es vergesse, nochmal für diese Frage, wie du Motivation siehst, weil ich versuche schon seit langem Norwegisch zu lernen und ich habe festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe und da habe ich auch das Thema mit der Frustration, da kommen wir schnell wieder ans Thema Persönlichkeit ran. Ich will das ganz schnell, Ungeduld. Und dann auch dieses Mindset, kann ich das überhaupt lernen? In meinem Alter zum Beispiel, wie auch immer, also Plastizität, ne, kriege ich das überhaupt? Das frage ich dich aber gleich nochmal. Ich würde nur gerne dir eine kleine Rückmeldung geben. Also was du in mir da auslöst, ist so das Element des Suchenden. Also dieses interessiert am Prozess. Auch da müssen wir mal drüber nachdenken. Häufig werden ergebnisorientierte Dinge, also muss immer ein Ergebnis sofort da sein. Letztlich will ich natürlich, wenn ich abnehme oder irgendwas machen will oder will ich ein Ergebnis haben, aber im Kern ist es erstmal ein Prozess, weil es dauert manchmal auch länger. Es ist nicht von heute auf morgen zu machen. Und deswegen ist das auch nochmal die Frage, ergebnisorientiert eher denkorientiert oder prozesshaft emotional. Das steckt da auch noch mit drin. Weil wenn wir es genau beobachten, Achtsamkeit ist ja auch schon ein schöner abgelutschter Begriff. Wie, was passiert denn, wenn ich da jetzt so einen Stab auf meinen Füßen balanciere und das mache? Ne? Und das ist für dich jetzt ein Selbsterfahrungsanteil, da zu gucken, was passiert denn da? Frustrationstoleranz, Bedürfnisaufschub und all solche Sachen. Und letztlich ist das Ding total interessant. Das ist eigentlich ein Askese-Ideal, was du da hast. Das ist mir neulich schon mal durch den Kopf gegangen. Wenn du ich habe mal von meinem großen Mentor Volker Warnke, das ist für mich einer der größten Psychotherapeuten in Deutschland, der mittlerweile ein älterer Mann, der jetzt zen-buddhistischen Weg auch beschreitet, ein unheimliches Vorbild, der mich übrigens auch ermutigt hat, jetzt hier überhaupt Social Media zu machen. Der hat uns mal so einen Film gezeigt über so einen Typen, der rennt um einen japanischen Berg rum, jeden Tag 40 Kilometer. Ich weiß nicht, was für ein Kloster das ist. Das ist aber irgendein buddhistisches Kloster, zen-buddhistisches Kloster. Der macht sich seine Schuhe selber durch Baumwolllappen und rennt wirklich, ob der sich den Fuß dabei bricht oder nicht. Und er macht das auch jahrelang, bis dann irgendwann Erleuchtung eintritt. Und da ist nämlich genau das Ding, das macht ja eigentlich total überhaupt keinen Sinn, das zu machen, weil der rennt immer um diesen gleichen, jede Nacht 40 oder 50 Kilometer und den nächsten Tag wieder. Und dann ist er mal gefragt worden, also ein Typ hat das sogar zweimal gemacht. Da wurde dann gefragt, und hast du so ein alter Kerl mit Tee eingegossen? Und hast du Buddha gesehen? Bist du erleuchtet? Und dann sagt er, nee, deswegen hat er es auch zweimal gemacht. Aber der Weg dahin hätte ihm jeden Tag einen neuen Impuls gebracht. Ja. Und er hätte ein total gutes Leben gehabt, obwohl es keiner versteht, warum er jetzt zweimal diese Tortur hinter sich gebracht hat. Das sind Jahre, ich glaube, der eine hat 10 Jahre, jeden Tag. Es darf nur einer machen aus dem Kloster. Hochinteressant. Und wenn du das machst, dann lenkst du dich auch in dieses körperliche, ritualisierte in dem Moment ab. Und damit schaltest du das Denken aus. In dem Moment. Genau. Und das ist hochinteressant. Ne? Das machen so viele Traditionen, auch die asiatischen. Genau. Und da kommt für mich auch eben ein Begriff her. Und der ist für mich so stark, da bin ich kurz davor, dass da nochmal ein Tattoo draus wird. Ein Tattoo? Okay.
Ich habe ja hier schon, da steht, was mich mit Parcours und der ganzen Philosophie verbindet. Aber ja, stimmt, das machst du ja auch noch, genau. Gut, daher kommt wahrscheinlich auch, also daher kommt definitiv die Denkweise, die ich habe. Also die ist darin zumindest geboren. Aber worauf ich jetzt noch hinaus will, ist, dass der Begriff eines Dojo kommt ja auch aus dem Japanischen. Nämlich, das heißt übersetzt, ich weiß nicht, ob du es weißt, der Ort des Weges. Okay. Und das ist für mich wirklich ein so starker Begriff, dass da kommen Menschen hin und das hat genau dieses Prozesshafte. Das ist nicht der Ort des Ergebnisses, sondern das ist der Ort des Weges. Wir kommen dahin, wir einigen uns drauf, wir sind alle hier, wir sind alle Lernende. Ja. Wir machen alle einen Prozess durch. Egal, ob ich jetzt diese Bewegung zum 500., zum 1000. oder zum 3. Mal mache. Wir alle haben einen Weg zu gehen und das bringt mich zu meinem Selbstbild irgendwo. Das kommt von Erich Fromm. Erich Fromm hat das irgendwo in einem seiner Bücher geschrieben, nämlich der Mensch ist ein Prozess. Also mein Ich ist ja auch irgendwo ein Prozess. Also und so wie ich mich selber sehe, da möchte ich mich auch überraschen lassen. Also da möchte ich auch aus einer Situation rausgehen und hinterher sagen können, Mensch, so habe ich mich selber noch gar nie erlebt. Und ich wusste gar nicht, dass ich das so kann. Und das eben immer so als Prozess zu betrachten, das ist für mich ein unglaubliches Potenzial, nämlich dann nehme ich mich selber nicht so wichtig und bin selber irgendwo bescheiden und kann immer auch aus solchen Situationen rausgehen und mir denken, Mensch, stimmt, jetzt habe ich wirklich richtig was gelernt hier. Und deswegen auch dieser Begriff eines Dojo. Und für mich ist der eigene Körper quasi ist der Inbegriff dieses Dojo, weil der Körper ist der Ort des Weges. Also da passieren diese Dinge, da passiert dieser Prozess und ich suche nach einem Weg, das wirklich regelmäßig zu tun. Und mir geht es eben bei der Bewegung auch nicht um diesen Fitnessaspekt dafür. Ich finde das fast schon verschwendete Zeit, quasi das nur deswegen zu tun, sondern mir geht es wirklich darum, zu erkennen, was steckt denn da eigentlich drin, wer bin ich so und was kann ich da alles lernen. Also das Erstaunliche ist, wir sind da ja völlig unterschiedlich, also auch von der Lust an der Bewegung. Mhm. Also ich weiß, dass wir Bewegungstiere sind und ich muss aber sehr viel Langeweile haben, dass ich total aus mir selber raus Bock habe, mich zu bewegen. Außer spazieren zu gehen, oder? Das machst du schon auch. Ja, ich mache das schon, ja. Ja. Aber es hat sich auch entwickelt, weil mein Leben ist durch meine Körperlichkeit, ich habe nicht so ein positives Körperbild und es hat sich dann auch entwickelt und dann kommt das auch, aber ich brauche dafür eine Weile. Mhm. Aber das Spannende daran ist, dass ich vor einiger Zeit einen Prozess gemacht habe, der kommt gar nicht aus der Analyse primär, sondern der kommt aus diesem ganzen imaginativen Feld, Carl Gustav Jung, und zwar die Heldenreise. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist, ich will auch keine Werbung machen, aber das ist tatsächlich ein Element, wo ich mit tanztherapeutischen und bewegungstherapeutischen Geschichten, ich bin eher wissenschaftsorientiert. Ich bin schon eher so ein, eigentlich bin ich eher, will ich mal alles verstehen. So. Mhm. Aber das hat mich so in Emotionen gebracht und so beseelt, obwohl das nur ein wirklich ganz kurzer Zeitraum war für so eine Woche da. Und die wollten mir auch keinen guru-mäßigen Scheiß verkaufen. Mhm. Also die waren an der Selbstentwicklungsteil und wohin du dann auch immer kommst. Auch die Frage, ist das ein Widerspruch zu einem ergebnisorientierten Denken? Nein. Aber wenn ich sage, ich krieg's heute besser hin, eine Führungskraft zu sein, ein Vater zu sein, eine Mutter zu sein, ein Partner zu sein, das ist ja schon auch mal was. Ich muss ja nicht immer sofort ergebnisorientiert die Perfektion erlangen oder sowas. Mhm. Und ich glaube, dieses ein bisschen besser es hinkriegen als gestern oder vor einem Monat oder vielleicht ein Stückchen zufriedener zu werden, anstatt sofort das Glück anzustreben, was das Gehirn eh nur ein paar Minuten kann. Rein synaptischer Neurotransmitter technisch können wir gar nicht so lange Glück. Ja. Deswegen ist das etwas, wo ich diese Bescheidenheit an dir sehr mag, dieses prozesshaft schrittchenweise, auch die Geduld. Die Geduld, und das ist für mich auch ein wichtiger Schlüssel zur Motivation. Mhm. Ich muss Geduld üben, weil ich kann Langeweile überhaupt nicht ertragen. Das ist ein Teil aus meiner Kindheit. Mhm. Und ich will sofort die Lösung haben. Deswegen bin ich auch immer sofort verwickelt, wenn mir so ein Manager sagt,
jetzt machen Sie mal hin. Jetzt sehen Sie mal zu, dass Sie das hinkriegen. Ja? Dann machen wir hier, tschakka, erstens, zweitens, drittens. Wo ist denn jetzt hier? Da muss ich wirklich, dann bin ich sehr verwickelt, weil ich sage, ja, du hast ja recht, Alter. Ich will das ja auch lösen, das Problem. Wie mache ich denn das jetzt? Und ich weiß, aber es geht so nicht. Und ich glaube, das ist so schön, wenn man zum Beispiel an der Stelle innehält und unterschiedliche Lebenswege, die Lust zum Beispiel an der Bewegung oder an der Natur, am Ausprobieren, am zum Beispiel der Mut, wenn du jetzt Parkour läufst, ich finde das total, total Angst, auf die Fresse zu fallen und mir sofort alles aufzuschlagen. Mhm. Ja? Das ist auch mutig, diesen Körpereinsatz zu zeigen. Oder auch die Jungs, die so Skateboard fahren und so damit ausprobieren. Die fallen ja auch ganz oft hin. Mhm. Und dass jeder so einen anderen Zugang hat. Was ist denn Zufriedenheit? Mhm. Und dass man das nicht begrenzt und sagt, du musst das und das jetzt so und so machen, damit du dann irgendwie zum Ziel kommst. Oder so. Mhm. Das ist völlig vermessen. Mhm. Also, ja. Hm. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut. Oh, ja, wir haben schon eine Weile, nicht? Ja, und möchte... Wow, dreiviertel Stunde. Möchte gerne jetzt das Gespräch noch mit einem Gedanken schließen quasi und einrahmen. Ich hatte ja eigentlich vor, damit anzufangen, aber es kommt jetzt. Und zwar ist das Buch von Dan Ariely. Das heißt, wer denken will, muss fühlen. Und ja. Jetzt haben wir viel gesprochen über die kognitive Ebene, über emotionale Ebene und wie das beide so zusammenhängt. Ich würde dich bitten, dir zu überlegen und das auch so zu äußern, was wäre dein Wunsch für unsere gegenwärtige Arbeitswelt? Für das Arbeitswelt. Verhältnis? Oder es darf auch unsere Gesellschaft sein. Was wäre dein Wunsch? Was würdest du dir wünschen, was so passiert oder was da für Strömungen reinkommen, damit auch so das Thema Emotionen und Kognition näher zusammenrückt? Oder das würde mich interessieren. Ja, wenn du dann aber auch noch sagst, wie du dir das vorstellst, ne? Okay. Dass das zu kurz kommt. Also bevor ich jetzt pastoral rüberkomme, will ich das mal so formulieren. Es ist ein Übergang ins Spirituelle. Es ist letztlich immer ein Teil, wo man sagt, ja, was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Mhm. Also ich würde mir konkret wünschen, den Wert der Emotionen nicht als etwas Gefährliches, also Emotionen nicht gefährlich zu sehen, sondern als Gold und einander zuzuhören und den Raum dafür zu bieten. Es muss nicht viel Zeit kosten, weil nur so kommen wir in Kontakt. Wenn du jetzt mit mir hier sprichst und wir hätten kein Interesse, Begeisterung, Leidenschaft irgendwo ausgetauscht, dann wäre das alles für die Füße. Mhm. Lust am Gespräch, das sich zuhören und eben in der Andersartigkeit so zu lassen. Wenn einer so kognitiv drauf ist, ist das doch super. Dann kann man doch mal gucken, wie ist dieser Raketeningenieur unterwegs? Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite, wann habe ich eine Ungeduld mit jemandem, der nur in Gefühlen labert und wabert? Und sich trotzdem miteinander zu beschäftigen und nicht zu verurteilen, nicht immer zu projizieren, immer dies nach außen, du bist falsch, du musst so, immer nur senden. Ich bin ja auch jemand, der gerne redet, eloquent. Aber die Übung, einander zuzuhören und den anderen nicht zu bewerten, sondern irgendwie müssen wir uns natürlich kurz schließen und sagen, okay, es muss gearbeitet werden, wir wollen auch ein Ergebnis haben, es soll auch Geld bringen. Aber da wird viel Chance verpasst. Und wenn du dir die Meetings anguckst in so Firmen, wie oft sind die für die Füße? Mhm. Dafür fliegen die auch noch durch halb Deutschland. CO2-technisch total bescheuert. Und was könnte sein, wenn die einmal nur einen Emotionssatz ausgetauscht hätten? So, und das heißt nicht, dass man eben kuscheln muss jeden Tag. Ja. Das wäre mein Ansatz. Und ich glaube, das, was da drin steht in dem Buch, oder ist total viel Wahres dran. Übrigens, Rüdiger Dahlke hat das mal ähnlich formuliert. Mhm. Du kannst nicht ins Licht kommen, wenn du nicht vorher im Dunkeln geguckt hast. Du machst es immer weg, dieses negative Gefühl, aber du kannst es ja transformieren. Nur es geht nicht, einfach rosa Zuckerguss oben drauf zu kleistern und zu sagen, jetzt denk mal positiv, jetzt mach mal deinen Kopf auf.
wenn du deinen Weg gehst, folgen dir andere und dein Leben ist nur so begrenzt. Alles richtig. Positiv denken macht eine gehirntechnisch, das kann man wirklich nachweisen, ist effizient. Aber wir können nicht das Leid, wir können nicht das Kriegsbeil begraben, bevor wir es nicht ausgegraben haben. Einmal gucken, woher kommen wir? Was hast du erlebt? Was habe ich erlebt? Und allein, wenn du die Biografie in so einer Runde, wenn du denen erlaubst, mal zu sagen, woher kommen sie denn? Mensch, was haben sie alles gemacht? Was meinst du, wie sich allein dadurch die Leute schon geehrt fühlen? Und wie das wirkt? Offen, das wusste ich gar nicht, dass du das alles gemacht hast. Zum Teil die Kollegen, die schon 20 Jahre haben. Also das wäre mein Ansatz. Zuhören, die Gefühle sind nicht gefährlich, das muss nicht viel Zeit kosten. Hört einander zu und nehmt, guckt, fasst euch an die Nase. Und das ist also eigentlich so einfach. Das ist so einfach. Da brauchst du kein großes Riesenkonzept. Aber was würdest du denn da rausnehmen, aus deinem Ansatz heraus? Ich glaube, ich bin da gar nicht so weit weg. Also, und ich nur, dass ich es jetzt vielleicht nicht mit dem Begriff spirituell oder Spiritualität irgendwie in Verbindung bringe, sondern tatsächlich mit dem Begriff Bewusstsein. Also, dass ich glaube, dass wir in der Lage sind, auf diese Bewusstseinsebene zu kommen und wirklich das Potenzial und die Information, die in unserer Kognition und unseren Emotionen steckt, und da bin ich bin ich voll bei dir, dass ich auch der Meinung bin, unsere Emotionen, die sind wirklich Gold wert, weil die entstehen ja nur dadurch, dass wir eben so viel Erfahrung in einem Bereich haben. Ansonsten würde ja so eine Intuition und so ein Bauchgefühl quasi gar nicht zustande kommen. Und da entstehen ja Dinge, die sind ja tatsächlich vorbewusst. Also das kann ich noch nicht mal kognitiv verstehen, warum ich jetzt gerade so denke. Aber da steckt so viel Wahrheit drin und da bin ich der Meinung, wenn wir da in das Bewusstsein kommen, dann können wir das sehr, sehr gut auch ohne Bewertung hinnehmen und einfach sozusagen als gegeben hinnehmen und sagen, okay, was fange ich jetzt damit an? Und wie reden wir jetzt miteinander? Und wie bauen wir jetzt sozusagen an unserem Problem weiter? Und ja, genau. Und ich glaube, wichtig auch an der Stelle noch ganz kurz, es muss ja kein ewiges Jammern sein. Ja. Das heißt ja nicht, dass man nur die negativen Gefühle dann immer wiederholt und nochmal wiederholt. Das ist neurotisch-depressiv, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Sondern dann auch irgendwann sagen, so, jetzt ist auch gut, jetzt wollen wir auch mal nach vorne denken. Aber was brauchst du dazu aus deiner negativen Gefühlswelt, um nach vorne denken zu können oder zu fühlen? So, und das ist, dann können die das ganz anders umsetzen, als wenn du von vornherein dann sagst, du wirst gar nicht hören, was du als Negatives zu sagen hast. Ja. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Es ist eine Riesenchance für uns als Gesellschaft, egal ob du ein Paar bist oder ob du eine Familie bist oder ob du ein Betrieb bist oder ob du ein Verein bist oder hier eine politische Partei. Wir brauchen was anderes als nur immer dieses Schwarz-Weiß-Ding da. Ja, und da bin ich dir sehr dankbar für das Gespräch, weil du merkst auch übrigens ein, mir ist das jetzt nicht aufgefallen, wie lange es war. Ich habe erst gedacht, boah, so lange muss da jemand überhaupt so lange zuhören. Ja. Hey. Aber es ist mir jetzt eigentlich egal, wer zugehört hat. Ja. Schon lange. Nein, ist mir nicht egal. Aber ich finde es total schön, dass die Zeit so vergeht. Und das ist Flow. Ich fand es auch sehr kurzweilig. Ja. Ja. Cool. Ja, wir machen das bestimmt wieder auf die eine oder andere Weise. Danke dir auch ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit, für die Einblicke, die du gegeben hast. Und bin gespannt, was diejenigen, die bis hierhin dabei geblieben sind, so dazu sagen. Da bin ich auch mal gespannt. Was das vielleicht auslöst, was das für Fragen hervorruft und freue mich dann auf den Austausch. Also in diesem Sinne, Markus, dir vielen Dank und wir hören voneinander. Tschüss. Ja, ciao.